Und ich habe gar keine Füße. Und alles spiegelt sich, außer ich selber. Next Gen incoming. Die beleuchteten Brüder sind eigentlich zu zweit, aber manchmal hat eben nur einer für euch Zeit. Oft ist es Bieber, doch der geht heute aus und Pong bleibt allein zu Haus. Okay, wir sind zurück. Spielsound war ein bisschen laut, Mikrofon im Vergleich dazu vielleicht ein bisschen zu leise. Ich habe ein bisschen rumprobiert und umgestellt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das jetzt hinhaut. Denn ich bin Optimist. Dafür bin ich bekannt. Okay, ich weiß natürlich nichts. Ich bin jetzt hier einfach rein gestolpert. Keine Ahnung, ob das mein Haus ist oder ob ich der Typ bin, der sich um Schädlinge beschwert hat. Zu Recht, möchte ich sagen. Mein Herr, ich habe Ihre Werkstatt nicht angetastet, wie gewünscht. Weil ich mir nicht vorstellen möchte, dass Chaos der Unherstellung sich wirklich so sehr in den Tisch. Das ist offensichtlich einer, der mir untergeben ist. Wie redet der denn mit mir? Warum macht er mir denn irgendwelche Vorhaltungen? Okay, da ist zu. Das scheint das Atelier bzw. der Raum zu sein, wo gemalt wird. Deutlich zu erkennen an den bunten Farben an der Tür. Was haben wir hier? Und da will ich noch nicht rein. Den Keller möchte ich gerne auf später verschieben. Okay, ich gehe mal systematic vor, damit der Biber hier nicht Psychokoppen kriegt, wenn ich das anschaue. Oh, man kann hier jede Scheiße öffnen. Was war das? War das nur das Geräusch, dass ich es nicht aufmachen kann? Ja, okay. Kann ich mich irgendwie hinhocken? Nee. Was macht das hier? Nein. Steuerkreuz macht auch nichts. Fast alles öffnen und es ist fast nirgendwo irgendetwas drin. Und da, wo etwas drin ist, interessiert mich nicht so sehr. Was soll das denn? Eine Waage? Das ist ja ganz toll. Topf. Zu. Ich kann nichts machen. Aber die Musik ist ganz hübsch. Auch die, das Haus scheint ganz cool zu sein. Ich würde sagen rustikal, aber was war das denn jetzt schon? Hier ist die zugegangen. Okay, ich hoffe nur, weil ich da... Kann ich die mit Gegenlaufen zumachen? Ja, okay. Good to know. Oh, das ist dunkel. Vorratskammer. Ohne jegliche Interaktionsmöglichkeit. Soll ich mich mal einsperren? Ich bin im Dunkeln gefangen. Oh nein, hier ist Licht. Aha. Kann ich jetzt was machen? Paprika. Oregano. Boah, wer braucht denn so viel Oregano? Krass. Freund der italienischen Küche, würde ich mal sagen. Noch mehr Paprika. Paprika. Zucker. Nochmal. Ja. Eine ganze Menge Äpfel. Gott, sind die riesig. Mais, Knoblauch. Schön. Alles, was... Nee, nicht alles, was man braucht. Da fehlt sogar eine ganze Menge. Also aus den Dingen könnte ich jetzt jedenfalls kein Gericht kochen. Was haben wir hier noch? Natürlich noch mehr Oregano. Ja. Okay, hier gibt es für mich gerade nichts weiter zu entdecken. Küche und Speisekammer sind gelootet. Das hier ist der größte Quatsch aller Videospiele der Welt. Wir drücken auf die Küchenwaage. Nein, lass mich raus. Das steuert sich tatsächlich ein bisschen seltsam. Man muss mit R2, wenn hier irgendwo ein Interaktionssymbol auftaucht,
das quasi nehmen oder anfassen, anpacken. Und mit dem rechten Stick macht man das dann auf. Ich erinnere mich, das vor nicht allzu langer Zeit bei irgendeinem anderen Spiel auch schon mal gehabt zu haben. Ich glaube, das war bei Soma. Was sind das für Geräusche? Duscht hier jemand? Läuft doch irgendwo Wasser oder was? Das finde ich nicht gut. Das gefällt mir überhaupt nicht. Achillesprothesen. Untere Knieprothese. Wie zum Teufel konnten die Länge versauen? Ja, gute Frage. Knieprothese? Heißt das eine Prothese nur fürs Knie? Ich mag Licht. Aha. Bin ich also. Irgendwie bin ich ein bisschen mittelalterlich gekleidet. Ne, mittelalterlich ist Quatsch, aber auf jeden Fall nicht modern. Im Jahre 1872 zu spielen. Ausgehend von der Mode. Knieprothese. Warum hat denn hier jemand das Wasser angelassen? Hier ist auch alles nass. Und ich habe gar keine Füße. Und alles spiegelt sich, außer ich selber. Next Gen incoming. Deckel runter machen. Wo sind wir denn hier? Falls jetzt noch Besuch kommt. Rattengift. Ja, gucke mal. Das ist ja ein Riesenzufall. Keine Schädlingsplage, aber Rattengift im Unterschrank, im Bad. Ich lasse jetzt alle Türen offen. Kein Bock drauf. Meine Güte, dass man hier auch jede Scheiße aufmachen kann. Das muss ja nun nicht sein. Okay, ganz unten hier ist zu. Mal kurz gucken, welche hatte ich jetzt? Das ist die geschlossene. Die hatte ich. Nee, die wollte ich nicht. Achso, das ist auch... Das ist ja witzig. Oh, I'm sorry for yesterday. You was right. I was overreacted. Ah, okay. I love you too. Was ist das denn? Handtücher oder was? Na schön. Okay, ich denke, hier werden Ratten vermutet. Na, guck mal. Ratten, ein sehr vorherrschendes Thema in den ersten Minuten dieses Spiels. Kann ich da jetzt hingehen, ohne dass ich mir wehtue? Also näher ran an die Regale. Soll ich es mal versuchen? Ich habe Angst. Ah, guck mal, da ist das Loch. Da sind die Viecher. Offensichtlich kommen sie auch auf die Regale. Okay, jetzt habe ich die Ratten... Habe ich den Ratten einen sicheren Weg bereitet. Für null Ertrag. Na schön. Aber ich mache die Tür zu, dann kommt die bestimmt hier nicht durch. Okay, runter in den Keller oder hoch in den ersten Stock. Natürlich hoch in den ersten Stock. Ich bin doch nicht verrückt. Und was für ein Wunder, es regnet und gewittert. Und gruselige Geistermusik wird gespielt. Da ist ein Flügel. Sogar alte Flügel können manchmal gruselig sein. Halb auf. What the fuck? Was ist passiert? War das diese Tür? Ne, die ist ja eben schon halb offen gewesen. Was war das? Ich gehe erstmal Klavier spielen. Okay, vielleicht war es keine gute Idee, Klavier zu spielen.
sicher, ob mir das Spaß macht hier. Layers of Fear. Was heißt denn Leia? Prinzessin Layers of Fear. Star Wars, guter Film. Der neue. Guckt ihn euch an. Been working all night. Don't wake me up. Missing reading don't wake up 1. Missing reading, was ist das denn? Okay. Offensichtliche Fehler in der Übersetzung, beziehungsweise hier wurde noch nicht übersetzt, aber das kann ich auch selber. Scheiße. Das gefällt mir nicht. Okay, hier ist zu. Naja, das ist unmissverständlich. Ich soll ihn nicht aufwecken. Hätte ich vielleicht nicht auf dem Klavier rumklimpern sollen. Ich trau mich hier nirgendwo hin. Oh, gut, dass es nicht dunkel ist. Also draußen bei mir in echt. Gut, dass wenigstens alle Lampen funktionieren. True Story des Barney Stinson. The Picture of Dorian Gray. Das Bildnis ist Dorian Gray. Ja, Oscar Wilde, glaube ich. Spiel für Intellektuelle. Gut, dass ich einer bin. Ich sehe mich selber vom Intellekt her auf einer Stufe mindestens mit Til Schweiger. Manchmal hakt er so ein bisschen. Oder, ne, ruckeln nicht, aber zieht so ein bisschen nach. Also ich bewege mich nicht ganz so dumm, wie das hier manchmal aussieht. Technische Probleme. Okay. Hier ist Glas, hier brennt ein Feuer. Was ist hier Glas? Erstmal Licht machen. Die können auch mal wieder gegossen werden. Rotkäppchen. Wie mache ich das weiter? Aha. Oh. Wow. Ja. Okay. Nett. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Oh Gott. Tut mir leid, ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass uns was Besonderes machen. Du hast es versprochen. Ja, meine Güte. Krieg dich ab. Ich habe das Gefühl, hier passiert schon was Besonderes. Tiefer Freund, mein lieber Freund. Ich brauche echt eine Brille. Ich war gerade beim Augenarzt. Ich muss mir bald eine Brille besorgen, dann kann ich das ja auch besser lesen. Alter Kumpel. Wie heißt der? Liam Brickstone. Okay, der hat aber da offensichtlich Rotkäppchen nochmal auflegen lassen und wollte neue Illustrationen. Und das Beste, was mir einfiel, ist diese Scheiße hier zu malen. Okay. Wenn ich das überhaupt bin. Das ist sein Arbeitsplatz hier, oder was? Sein Arbeitsschreibtisch. Stellt euch das mal vor, ihr sitzt hier. Macht eure Korrespondenz, schreibt Briefe, malt brutale Todeszeichnungen. Das ist euer Blick. Also wenn ihr nach vorne guckt, das ist keine gute Atmosphäre. Da würde ich auch anfangen, solche Bilder zu malen. Okay, woher weiß ich jetzt, wofür dieser Schlüssel ist? Habe ich ein Inventar oder was? Ja, da wohl kaum.
wirklich. Okay, gehe ich jetzt dahin, wo mir einfach dieser gruselige Ball entgegengerollt ist oder wo keiner gestört werden will? Gruseliger Ball. Oh, warte mal. Nee, dafür ist der Schlüssel nicht. Ein Kinderzimmer. Mit Puffbeleuchtung. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich 16:9, Quatsch, ob ich, ja, 5:1 Sound eingestellt habe. Falls von hinten was kommt, damit ich weiß, dass es von hinten kommt. Okay. Das ändert nicht sehr viel. Zinnsoldat oder ein Holzsoldat? Möglicherweise ist das völlig irrelevant. Woraus der nun besteht? Oh, in alle Schubladen muss man gucken. Das finde ich ein bisschen doof. Hübsch. Süß. Also in der Stephen King-Geschichte ist es so, dass der Hauptprotagonist, der seinen Arm verliert und diese verrückten Bilder malt und selber auch immer mehr in den Wahn gerät, deswegen heißt es wohl auch Wahn. Der hat auch Frau und Tochter, also mindestens eine, vielleicht sogar zwei, das weiß ich nicht mehr genau. Und die werden halt auch im Laufe der Geschichte von seinen Bildern, die er übrigens malt, ohne sich hinterher daran zu erinnern. Das mag ich nicht. Was ist das denn? Can't tell. Don't care, actually. Auch davon betroffen. Mal hat er irgendwie... Ach, ich krieg das nicht mehr ganz genau zusammen, schon ein Weilchen hier. Aber er malt dann irgendwelche Bilder, wo dann, glaube ich, auch seine Töchter drauf zu sehen sind oder seine Tochter. Und das, was er malt, passiert tatsächlich. Und das sind dann ungefähr solche Sachen wie da auf dem Rotkäppchenbild. Und dann wird das wahr. Oder fast wahr. Aber hier? Ne, hier war auch verschlossen. Ne? Ist das Blut? What happened? Gott, das ist mir eben gar nicht aufgefallen. Stumbling everywhere, and I must declare, I stepped right on her toes, and when she... Oh Gott. Ich hab echt ein bisschen Schiss. Entschuldige, kann nicht schlafen, das Bein hat wieder Ärger gemacht, das... Okay. Bin ich einfach... Vielleicht gehöre ich gar nicht dazu. Stock. Also irgendwie scheint dieser Mann, um den es hier geht, nicht den Arm, sondern möglicherweise ein Bein verloren zu haben. Deswegen die Prothese. Ich nehme mal eine Knieprothese. Ist irgendwie eine Unterschenkelprothese gemeint. Und ich weiß nicht, bin ich einfach nur irgendein Typ, der hier reingekommen ist? Oder bin ich das wirklich selber? Aber wahrscheinlich bin ich das nicht selber. Oh Gott, ich wusste, dass irgendwas passiert. Es ist das Harmloseste, was sein kann. Und oh Gott, der hat ein Alkoholproblem. Man sagt ja, wenn Leute anfangen, ihre Alkoholflaschen zu verstecken, dann haben sie ein Problem. Das scheint mir hier der Fall zu sein. Scheint auch ein bisschen mit dem rechten Stick beeinflussen zu können, ob man die Sachen langsam oder schnell öffnet. Oh, ich habe mich erschreckt. Okay, drei Paar Schuhe. Ich beobachte Paar Schuhe.
Oh, mit nur einem Bein braucht man nur einen Schuh. Na gut. Okay, hier oben ist nichts mehr anzuschauen. Alle Türen, in denen ich nicht drin war, sind zu. Dann kann ich jetzt mit meinem Schlüssel nochmal die Türen im Erdgeschoss, die nicht zu öffnen waren, ausprobieren. Das zum Beispiel das Atelier, was ich, also ich vermute mal, ist das Atelier. Okay, es stimmt tatsächlich. Und den Keller bewahre ich mir auf für, wenn ich betrunken bin. This is where the magic happens. Da will ich jetzt erstmal noch nicht runterschauen. Ich bin auch ein Schisser. Ganz schön rumgesaut. Pinsel. Ich würde auch immer nur nackte malen, wenn ich malen könnte. I'm so sick. Ich habe es so satt, dass wir uns über diese Zettel unterhalten sollen. Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus. Komm mal raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen lässt. Also hier in der Geschichte scheinen die noch zusammen zu sein. Waren sie bei Stephen King nicht. Und warum muss es gewittern? Warum ist eigentlich Gewittern gruselig konnotiert? Weil es eine potenzielle Gefahr birgt? Ist das auch Schnaps? Alter. Echt Probleme, der Mann. Okay, geschlossener Schrank. Na, noch mehr Schnaps? Nee, Stroh. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Was ist das nächste Pinsel? Hübsch. Okay, gucken wir uns mal an, was hier uns drunter erwartet. Ich habe das Gefühl, jetzt wird irgendetwas passieren. Achtung! Musik war gruselig. Was für ein langweiliges Bild ist das denn? Kann ich es malen? Das hat schon noch genervt ein bisschen. Erstmal mache ich noch meine irgendwelche sinnlosen Schränke und Schubladen auf. Nein. Was steht da? Get it right this time. Warum ist die Tür eigentlich zu? Ach so, das ist gar nicht die, wo ich reingekommen bin oder was? Doch, oder? Es wird dunkler. Ziemlich dunkel. Wo bin ich? Das ist doch nicht das, wo ich reingekommen bin. Das ist doch nicht das, die Tür mit der Farbe. Ich kann jetzt so schön Dschungelcamp gucken. Die Angst vor jeder verfickten Tür. Hä? Echt viele Bücher. Ich spiele das für Steam. Das bekommt aber wohl auch bald ein PS4-Release und ist auch wohl noch nicht das ganz fertige Spiel. Das ist so ein Early-Access-Ding. Oh Gott! What the fuck? Was ist das hier für ein Raum? Wer will sich denn hier aufhalten? Nee. Das ist ja wie bei PT. Der Playable-Teaser von Silent Hill. Das ist ja gar nicht der Raum. Och. Da gab es auch so einen Deckenventilator. Ein eindeutiger Hommage.
Ja, ganz, ja, genau auch das. Das bleibe ich mir sogar ziemlich sicher, dass es eine eindeutige Hommage ist an PT. Da macht man auch nichts anderes, als permanent im Kreis zu laufen. Geiles Ding übrigens, gibt's leider nicht mehr. Schade, schade. Silent Hills gibt's auch nicht mehr. Also wird's so nicht geben. Das gefällt mir irgendwie alles nicht. Jetzt sind auch noch die Nachbarn pissig. Okay, mal ganz allgemein gesprochen, wie kann man hier denn eigentlich speichern? Macht er das automatisch? Nee, nicht zurück zum Menü. Lange Arme. Pfeife. Hübsch, hübsche Einrichtung. Mann und Frau. Weit voneinander entfernt, wie sich das gehört. Oh Gott. Oh, ist das alles scheiße. Muss ich... Da, 5. 8. Da sind Zahlen drauf. 4. Hier ist keine Zahl drauf, aber das ist ein gruseliges Motiv. Auch keine Zahl. Also, 4, 8, 5. Merken wir uns. 4, 8. Ist das eine 5? Ja, das ist eine 5. Alle Türen von allen Schränken und auch normale knarzen. Sowas mag ich nicht. The past holds back, look closer. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Okay. Forget. Eine neue Tür ist erschienen. Das war übrigens klar, dass zwischen diesen beiden... Okay, jetzt mache ich mal was... Ich mache mal hier an dieser Stelle Pause. Ich brauche ein bisschen... Ich brauche auch ein bisschen Pause. Und ich werde mal googeln, ob und wenn ja, wie man da speichern kann. Oder ob er das automatisch tut. Und ihr schreibt mal bitte hier drunter, ob ihr findet, dass ich eine Pussy bin, weil ich richtig Schiss habe. Das ist echt furchtbar. Oder generell, wie euch das gefällt und zu wie viel Prozent ihr Biber vermisst. Und zwar auf einer Skala von 0 bis 100, weil Prozent, ne? Für die Dummen unter euch. Ciao.